das ist Freundschaft. Ja, ne? Hör mal. Weißt du warum? Warum? Weil der auch ein Yps wird. Ich habe eben schon gehört. Genau. Die Online. Hallo, ich begrüße dich recht herzlich beim Offroader Meeting West. Wenn du dich kurz vorstellen könntest. Dann. Mein Name ist Frank Frank und ich habe mir jetzt im Oktober einen Jeep gekauft. Und im Zuge dessen bin ich dann über diverse Foren halt auf euch gestoßen. Und so habe ich euch dann auch kennengelernt. Aha, deshalb hier beim ersten Treffen auch dabei bei Schneefall. Wirst du denn in Zukunft auch noch hier hinkommen oder nach dieser... In den Wintermonaten ist das eigentlich kein Problem. Da wir aber einen Campingplatz in der Nähe von der holländischen Grenze haben, wird es wahrscheinlich im Sommer dann eher seltener sein, dass ich sonntags dann hier bin, weil ich dann natürlich da... Am Campingplatz die Zeit verbringe. Danke, dass du hier bist und viel Spaß noch. Hallo Jürgen. Hallo Joachim. Ja, jetzt haben wir Premiere-Treffen beim Offroader Meeting West. Ja. Hast du mit solch einem Zuspruch gerechnet? Nö. Es ist ja schon erstaunlich, wie viele Leute gekommen sind. Und ich denke, das sind in Zukunft noch nicht alle, ne? Ja, fürs Premiere-Treffen sind wir jetzt, glaube ich, bei 30 Autos. Ja, fast 30. Ne? Ja. Wunderbar. Ne, sind 30, hast recht. Sind 30, ja. Ne? Ja. Ja, ist herrliches Wetter heute bei Schneefall und Glatteis, trotzdem alle hier hingekommen. Ja, ja. Was sagen wir von der Zukunft? Wie wird sich das entwickeln? Hast du da schon eine Ahnung? Du hast ja gute Beziehungen nach oben. Es wird mächtig werden, mächtig. Mächtig. Nicht allmächtig, mächtig. Ich danke. Ich denke, da werden schon noch ein paar Leute mehr kommen, vor allem auch andere Marken, was ich auch hoffe. Ne? Wir haben ja jetzt, bis jetzt haben die Jeeps noch die Überhand, aber das kann man ja ändern. Ne? Also traut euch ruhig mit euren Jimmys, mit euren Hammern, mit allem, was vier Räder hat und Vierradantrieb hat. Ja, gut, dann werden wir das in Zukunft noch ein bisschen kräftiger bewerben, ne? Und hoffen, dass noch mehrere Leute hier erscheinen mit ihren SUVs, Offroadern und was es sonst noch so gibt. Ja. Okay, danke Jürgen. Danke Joachim. Einfach herzlich willkommen beim Offroader Meeting West. Warum bist du hier hingekommen? Ja, eigentlich, weil mein Mann kommen wollte. Wer ist dein Mann? Mein Mann ist der Jörg. Der Jörg, ne? Ja, genau. Nachnamen nennen wir nicht. Nein. Ne? Und du bist die? Lisa. Das ist Lisa. Lisa, was macht ihr sonst so? Ihr fahrt einen Wrangler, glaube ich, ne? Wir fahren einen Wrangler, einen Moab. Wir fahren auch gerne im Matsch, im Dreck. Ja, wo macht ihr das hauptsächlich? Das machen wir bei Geilenkirchen beim ORC. Bei ORC. Wart ihr noch nie im richtigen Matsch? Wir waren auch schon mal in Bramsche oben, doch, so richtig im Matsch. Ja. Ja. Nicht erst einmal. Nein, nein. Sondern richtig. Ne? Aber so richtig, ja. Und jetzt hört man ja sagen, dass du lieber im Matsch fährst als dein Mann. Stimmt das?
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Nein? Nein, ich denke, wir fahren beide gerne. Ja? Ja. Also es macht schon Spaß. Also ihr fahrt schon beide recht gut, ne, im Matsch. Das muss man wirklich sagen. Habt ihr Spaß dran? Ja. Wir haben ja einige Bilder von Dirk gesehen und so, wo ihr drauf zu finden seid. Das sieht schon immer recht professionell aus. Wirklich ganz klasse. Macht auch richtig viel Spaß. Ja, ne? Warum seid ihr jetzt gerade hier hingekommen? Wodurch habt ihr das erfahren? Ja, durch den Dirk, also durch die JK-Gruppe, da sind wir ja auch schon mal gewesen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, so, wir sind auch heute hier, weil ein Restaurant da ist, weil ich bin eine Frostbeule, hier gibt es was zu essen, ich muss draußen nicht frieren. Ja, ich denke, wir werden, wenn das Wetter besser wird, auch öfter hier sein. Das würde uns sehr freuen. Okay, dann erstmal Dankeschön, dass du hier hingekommen bist. Weiterhin viel Spaß und dann hoffen wir, dich wieder zu sehen. Ne? Ja, okay, danke. Bis dann. Tschüss. Jetzt kann ich hier beim Offroader Meeting West Mike Regel begrüßen. Mike, erstmal die Frage, wie hast du zu uns gefunden? Warum bist du hier hingekommen? Ja, das ist ganz einfach. Ich fahre ja schon seit 3 Jahren oder fast 4 Jahre jetzt einen Jeep Wrangler. Ja, und dann sucht man sich ja Gleichgesinnte. Ja, und dann habe ich mir den Dirk irgendwann kennengelernt und dann ein paar auch hier aus der Truppe. Und dann habe ich angefangen mitzufahren. Ja, und dann habe ich gedacht, hast du noch ein paar Bekloppte außer mir? Ja, da freut man sich ja. Und dann habe ich gesagt, dann schließe dich an und sehr schön. Kannst mal mit den Jungs ein bisschen unterwegs sein, ein bisschen klönen, ein bisschen sprechen. Ja. Jetzt habe ich gehört, du fährst ja nicht nur Wrangler, sondern du schreibst auch über deine Fahrten. Erzähl uns doch da ein bisschen. Ja, ich habe vor ein paar Jahren angefangen und bin mit dem Wrangler zum Beispiel mit über Winter mit einem Zelt nach Norwegen gefahren oder im Sommer in die Wüsten nach Marokko. Ja, und dann habe ich dann festgestellt, dass man vergisst ja viele Sachen, die unterwegs passieren, wenn man länger unterwegs ist. Und dann habe ich eben angefangen, habe Tagebuch mitgeschrieben. Ja, und mittlerweile habe ich mir angewöhnt, wenn ich Tagebuch mitschreibe, das auch in Buchform zu veröffentlichen. Na, aus Spaß ein bisschen, ja. Nenn uns doch einfach mal einige Titel, die du geschrieben hast, damit wir wissen, wo wir schauen können. Ja, also bis jetzt habe ich 2 Bücher veröffentlicht, also die jetzt öffentlich im Netz auch nachzulesen sind und auch zu kaufen sind. Das ist einmal 36 Tage nach Marokko und zurück. Ja. Da habe ich beschrieben, wie ich mit einem Jeep alleine von Dorf zu Dorf in Marokko gezogen bin und in die Wüsten reingezogen bin. Die Pannen, die ich mit dem Jeep hatte, Vorderrad verloren, Achsenbruch gehabt und wie ich wieder zurückgekommen bin. Und jetzt, Ende letzten Jahres, habe ich noch mal beschrieben, da bin ich mit dem Jeep kurzfristig nach Rumänien gefahren, durch die Karpaten. Ja. Ja, und das war eben eine so sehr interessante Zeit da oben. Ja, und dann habe ich eben geschrieben, was mir so in der Zwischenzeit passiert ist. Ja. Das hört sich sehr interessant an. Wo kann man die Bücher erwerben? Ja, die Bücher kann man, eins, das Marokko, kann man mittlerweile auch im Netz nachlesen. Das über Rumänien kann man im Moment bei Amazon zum Beispiel kaufen. Ja, ja, danke schön, Mike, dass du hier hingekommen bist. Ich wünsche dir noch weiterhin viel Erfolg und vor allen Dingen viel Spaß mit deinem Jeep Wrangler. Ja. Und ich hoffe, dich auch demnächst hier begrüßen zu können. Danke schön. Bitte schön. Yeah.
recht herzlich hier am ersten Offroader-Meeting West begrüßen in Monheim. Erstmal dein Name, wie lautet der? Carsten heiße ich. Carsten, du, jetzt bist du mit einem Defender hier hingekommen, fast allein unter Jeeps. Ja, woher Exot. Hast du erfahren, dass dieses Treffen stattfindet? Ja, hast du es gehört? Ich habe es über Facebook mitbekommen, bin in die Gruppe rein. Ja. Habe mich gefreut, dass es jetzt hier auch eine gibt, ja. Eine offene Gruppe. Weil Jeeps gibt es ja viele, Defender gibt es relativ wenig. Ich glaube, die nächste ist in Aachen oder so. Ist mir zu weit. Ich bin aus Troisdorf. Aha. Für mich war das ja jetzt ein Katzensprung hier, die 40 Kilometer. Wunderbar. Und was mich immer bei Offroadern so fasziniert, ist, dass sie so offen sind. Also ich habe jetzt noch keine Markenfeindlichkeit bei Jeeps oder sonst irgendwie erfahren, sondern ich werde immer gerne aufgenommen. Ja. Und das, hier kann man ein bisschen Benzin reden, über Reisen reden, über Ausrüstung reden. Das finde ich immer, macht Spaß. Also und könntest du anderen Defender-Fahrern oder Land Rover-Fahrern auch empfehlen, hier vorbeizuschauen? Ja, auf jeden Fall. Ne? Wäre da klasse, wenn hier noch zwei, drei wären und man sich da auch ein bisschen austauschen könnte. Ne? Ja. Also, ihr habt es gehört, kommt, alle hier hinkommen, ist super. Wir werden nicht gefressen. Trotz minus 1 Grad, glaube ich, oder 0 Grad sind über 30 Autos hier hingekommen, sogar ein Land Rover-Fahrer. Ja, ideale Bedingungen. Sagen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, schön, dass du das überhaupt Und ich hoffe, wir sehen dich dann auch in Zukunft. Ja, jeden dritten Sonntag im Monat. Richtig.